geht ab, meine lieben Freunde? Einen wunderschönen guten Tag. Ich bin in Berlin, in Neukölln, um genau zu sein, bei einer guten Freundin von mir. Ich bin gestern hier angekommen. Schatzi ist mit mir nach Berlin gefahren, weil ich heute zu einem Event von TikTok soll. Das ist eine App. Ich weiß nicht, ob ihr sie kennt. Ihr könnt in den Kommentaren gucken. Da ist mein Profil. Auf der App habe ich fast 200.000 Follower und bin im offiziellen Creator-Programm und wurde halt zu diesem Event eingeladen. Da gibt es Masterclasses, dann lernst du was über Content-Creation, lernst andere Creator kennen und sowas alles. Fand ich ganz cool. TikTok ist das ehemalige Musical.ly und ja, deswegen bin ich in Berlin. Nach dem Event fahren wir direkt wieder nach Hause, aber jetzt werde ich erstmal wach. So, jetzt erstmal was frühstücken. Guck mal, das hat meine Freundin mir vorbereitet, voll süß. So mit frischen Blumen, bisschen Vitamine, Grapefruitsaft, Bio-Brötchen. Auf Gangster. Ja, die Frühstückssachen hole ich mir natürlich aus dem Kühlschrank, ne? Die müssen ja nicht die ganze Zeit hier liegen. Ja, guten Appetit. Das ist jetzt so eine Kaffeemaschine. Und der leckerste Kaffee, den ich je getrunken habe, den habe ich bei ihr getrunken. Und Diggis, ich bin ehrlich zu euch, ich bin zu dumm, um Kaffee in so einer Kaffeemaschine zu machen. Habe ich noch nie gemacht. Gar keine Ahnung, wie sowas geht. Also, ich war nun duschen und habe mir irgendwas Brennendes in die Augen getan. Meine Kontaktlinsen, denkst jetzt ist mein Auge hier dick und rot und komisch. Guck mal, wie aufgequollen mein Gesicht aussieht. Ich muss da jetzt noch irgendwas draus zaubern, weil bei solchen Events ist man ja auch nochmal ein bisschen professioneller und sowas alles. Wie soll ich hier, wie soll ich hier irgendwas zaubern, Diggis? Guckt euch das mal an. Hier habe ich mir gerade ein Haar rausgezupft. Ja, das hier ist so das Minimum, was ich an Schminke mit habe, wenn ich einen krassen Look hinkriegen möchte. Ohne Lidschatten wohlgemerkt. Also so richtig auf Schminktussi. Hier ist ein Spiegel. Ich habe meinen eigenen Spiegel meistens mit, wenn ich irgendwo hingehe, damit ich mich gut schminken kann bei Tageslicht. Hier ist Neukölln. Da wohnt meine Freundin. Sehr laut. Krawall, Tamtam kenne ich gar nicht. Ich meine, ich wohne an einem Ort, wo 60, 70 Menschen wohnen, weißt du? Morgens ist es leise und das ist gut so, weil Menschen sind nicht so mein Ding. Aber Neukölln ist da eine ganz andere Nummer. Diggis, fällt euch hier irgendwas auf? Erste Krise direkt am Start. Ich habe keine Foundation-Pinsel mit und keine Concealer-Pinsel. Also Concealer ist gerade in meinem Fall lebenswichtig. Also okay, ich werde langsam nervös. Okay, Stresslevel steigt. Ohne Pinsel arbeiten ist gar nicht mein Ding. Aber okay, back to the roots. Nehmen wir die Hände. Ja, das ist, ich bin ein Künstler. Und ich brauche mein Werkzeug. Ja, okay, keine Ahnung, was der laber, aber ich bin einfach verzweifelt ohne Pinsel, aber ja. Falls ihr Bock habt auf ein Video, in dem ich mich mal nur mit Händen schminke, schreibt das gerne in die Kommentare. Vielleicht ist das ja ein spannendes Experiment. Jetzt fange ich ja schon ein bisschen an, ne? Ja, das ist jetzt der jetzige Stand der Dinge. Meine Augenbrauen waren heute sehr rebellisch. Denkst, alles klar, danke für nichts. Schauen wir mal, ich bin gespannt auf das Endergebnis. So, ich bin jetzt fertig gestylt. Gott hat mir geholfen, auf korrekt so. Ich bin nicht super zufrieden, aber es ist akzeptabel. Eigentlich ganz süß so, dass mein Oberteilchen... Schatzi ist jetzt auch hier. Was geht ab? Sag mal was Nettes. Nee. Oh Mann. Ja, auf jeden Fall. Bald geht's los zum Event, aber ich habe noch 2 Stunden Zeit. Ja. Wir sind jetzt unterwegs irgendwo beim Alexanderplatz. Wo ist der Fernsehturm? Ja, seht ihr den? Da ist der Baum vom Mann. Das ist so eine helle Birne. Ja, da ist der Fernsehturm. Ja, wir lungern ein bisschen rum. Schatzi möchte nicht zu Sephora, aber... Komisch. Komisch. Aber guck mal, hier ist ein Teddy, so weißt du? Brüder, Teddy sponsert mal endlich für Zeit. Ja, aber vielleicht habe ich während dem Event Pausen. Ich weiß auch gar nicht, was da so abgeht. Es wird so ein bisschen Content Creation sein. So eine Masterclass und sowas. Und TikTok will die Creator halt persönlich kennenlernen, bla bla. Die ist tschüss. Hier ist ein Nix-Laden. Nur mit Nix-Sachen, weißt du, wie ich meine? Wo wir nicht reingehen werden. Ja, wo wir nicht reingehen werden. Tschüss. Wisst ihr was? Schreibt mir mal unbedingt alle krassen, heftigen Make-up-Läden in Berlin in die Kommentare, damit ich, wenn ich das nächste Mal hier bin, alle gangstermäßig abchecken kann. Ist auch nicht schlimm, wenn ihr keinen kennt. Nee, schreibt mir alle mal rein. Also nichts merke ich mir und Sephora. Ja, wir chillen jetzt hier irgendwo. Ja, keine Ahnung. Wir chillen halt irgendwo und trinken was. Wir sind jetzt die ganze Zeit am Alexanderplatz. Ich hab so, Mann. Aha. Die ganze Zeit am Alexanderplatz rumgelaufen und so. Aber es ist echt anstrengend in Berlin mit den ganzen Menschen. Also gar nicht so unser Ding. Jetzt trinken Schatzi und ich entspannt was und dann geht's auch los zum Event und dann fahre ich später mit Schatzi nach Hause. Bei mir. Ba. Bin wieder bei Baby. Ja, vermisse ihn ganz doll.
Ja. Oh Mann, Diggis, ich habe mich jetzt erstmal kurz in der Ecke verkrochen. Diggis, ich habe so Eierflattern, ich bin so nervös, so, ne? Das ist das erste Influencer-Event, auf dem ich bin. Hier sind hammer viele große YouTuber, die mich kennen und zu mir kommen und sie sagen, sie feiern mich. Und der, ich habe Raffers Plastic Live getroffen, ich habe mich hammer gefreut. Sie kommen zu mir, oh, ich mag das, was du machst und lustig und ich kenne dich und bla. Ich hänge da so, ich bin so nervös, Diggis, ich heule fast vor Nervosität, ne? Oh Gott, ich kleine Özlem, Diggis. Oh, warte. Ich kleine Özlem, weißt du, wie ich meine? We started from the bottom, now we're here. Digga, wir werden behandelt wie Könige, ich denke so. Aber ich bin so nervös, ich bin so, boah, ich versuche die ganze Zeit locker und ruhig zu bleiben, aber ihr glaubt es nicht, ne? Mich, kleine Özlem, kennen so welche, so, wow. Okay, ich geh jetzt rein, ich muss ein bisschen auf cool bleiben. So, ich bin so am Zittern, dann lieg ich richtig Eier flattern. Das sagt man so im Ghetto, wenn man nervös ist. Ja, Diggis, ich komme während dem Event natürlich kaum zum Filmen, weil man halt bei den Masterclasses viel lernt, dies, das. Ich habe jetzt erstmal ganz lange mit Raffas Plastic Live geredet. Sie ist hammer toll, hammer auch so persönlich, wie sie in den Videos ist. So, das macht echt viel aus. Auch Joker Tululu, er ist wirklich genauso wie in den Videos. Nur tiefsinnige Sachen rausgehaut und sowas. Langsam werde ich lockerer, ich kann immer noch nicht essen, obwohl ich hammer Hunger habe. Ich sterbe vor Hunger, aber ich bin zu nervös. Hier seht ihr das Buffet so ein bisschen. Ich sterbe vor Hunger. Ich bin jetzt auf dem Weg nach Hause, die anderen chillen noch ein bisschen, aber ich bin wahnsinnig müde. Aber ich nehme jetzt ein Taxi, fahre zu meiner Freundin, packe meine Sachen und dann holt Schatzi mich ab. Dann 4 Stunden Fahrt nach Hause, ich habe eine Goodiebag bekommen. Werde ich mal morgen mit euch gucken, was drin ist. Ich werde den Vlog morgen weiterfilmen, weil ich habe langsam echt Kopfschmerzen, weil Digi, wenn du die ganze Zeit so nervös bist und so, bist du auch gestresst. Tschüss. Bist du auch gestresst und so und werde euch morgen noch mal ein paar Sachen in Ruhe erzählen. Jetzt erstmal zur Freundin packen, nach Hause und dann erzähle ich euch morgen noch mal alles. In Ruhe. Aber es war wow. Wir sind jetzt auf dem Nachhauseweg. Hier seht ihr das. Um 3 kommen wir wohl an, aber mit Pischpause und sowas wird es wohl 4 Uhr sein. Boah, ich würde ja sagen 8. Ja, Autobahn, dies, das. Ich werde euch morgen alles erzählen. Ich freue mich drauf. So, Diggis, wir sind wieder zu Hause. Ist der nächste Tag. Wir haben ausgepennt. Wir waren gegen 4 oder so erst da. Oh, tschüss, ich habe komplette Belichtung angemacht. Warum ist doch kein Schminkvideo? Hammer hell. Ja, Mann, auf jeden. Ich wollte mit euch zusammen den Goodie Bag auspacken. Das ist halt so eine Tasche, TikTok. Hat jeder bekommen, der da war. Ich habe selber auch noch nicht reingeguckt. Lass uns mal abchecken. So ein, auf jeden, so ein Handy-Ding für hinten, weißt du. So, wenn du dein Handy mal festhältst mäßig. Ein TikTok-Pullover in der Größe L. Sieht sogar so aus, als würde er passen. Ob die meine richtige... Digga, woher wissen die meine Größe? Wieso haben die nicht gedacht XS? So, auf jeden. Ein TikTok-T-Shirt in der Größe L. Da muss ich gucken, ob ich das wirklich tragen würde. Ich liebe TikTok, ich feiere die App, die Arbeit mit denen ist hammer toll. Aber, Digga, ich bin 27, so... Weiß ich nicht, muss ich mal gucken, ob ich sowas tragen würde, muss ich mal schauen. Das ist auf jeden Fall der Goodie Bag und es war ein sehr interessantes Programm. Es war echt...
sehr emotional sind. Ne? Ihr habt mich ja mit begleitet. Ich konnte während der Veranstaltung nicht so filmen und so. Digi, tschüss. Ich habe erst nach 4 Stunden was essen können, weil ich so nervös war. Ihr wisst, ich kann immer essen. Ich hatte das bisher einmal in meinem Leben, dass ich nicht essen konnte oder kaum vor Nervosität. Und das war das zweite Mal, als Rafa zu mir kam oder ich zu ihr und sie mich kannte und Joker, Tululu, 2 Leute, denen ich folge, die ich hammer feier, das war... Das war so ein tolles Gefühl, wo ich dachte so, wow, wow, so weißt du, die kleine Özil, so krass. Ich habe mich auch sehr, sehr lange mit Rafa nochmal unterhalten da. Und was ich sehr, sehr schön fand, war, dass gerade die beiden, weil denen folge ich auch privat, genauso in Real Life sind, wie sie vor der Kamera sind. Also ich dachte mir das schon bei deren Videos, aber man weiß nie, Digis, man weiß nie. Ich habe auch schon andere YouTuber kennengelernt, denen ich nicht folge, aber wo man halt ein bisschen deren Art durch Videos kennt, die in Real Life komplett anders waren. So, weißt du, und das war schön, dass ich nicht enttäuscht wurde und beide genauso waren wie vor der Kamera. Ich hatte ein tolles Gespräch mit Rafa, das fand ich echt cool. Mit Joker habe ich ein bisschen gequatscht, mit seiner Freundin. Und der hat sehr tiefsinnige Sachen gesagt. Ich habe es leider nicht gefilmt für euch, weil es gab ja ein Programm, so mit Masterclasses, wo wir was gelernt haben über TikTok, über Content Creation und sowas. Dann gab es ein Panel Talk. So, da saßen vorne große TikToker und haben halt erzählt und so. So Jenny Dakota, Joey Lee, kenne ich leider nicht, nur so ein bisschen vom Hören. Und das war echt sehr, sehr schön. So, das war meine erste offizielle Veranstaltung als YouTuberin, als TikTokerin, als Social Media Tussi halt so. Und das war echt cool so, ne? Also das war so normal. Auch die zahlen deine Fahrtkosten, dies, das, bla. Ich hatte schon andere Sachen davor. Da kommen so Leute und sagen so, ja, komm mal nach München, nee, Fahrtkosten zahlen wir nicht. Ich denke so, okay, kann ich das zusammensparen? Hier 200 Euro von Flensburg nach München hin zurück. Muss ja auch eine Nacht da pennen, weil du hast keine Rückverbindung und sowas alles. Also gab auch einige Veranstaltungen, wo ich nicht hingegangen bin, weil ich mir das nicht leisten konnte, weil ich ja auch für andere Projekte, die ich habe, spare, 200 Euro selber zu zahlen für Fahrt plus Hotel plus dies. Also ich bin ehrlich zu euch so, ne? Und TikTok ist echt cool, also... Ihr findet meinen Namen in der Infobox, auch die Zusammenarbeit mit denen. Ne? Man steht ja privat per WhatsApp in Kontakt und sowas. Also das war echt sehr, sehr aufregend alles. Ich habe danach auch auf der Rückfahrt ziemlich Kopfschmerzen gehabt. Deswegen habe ich den Vlog, habe ich gesagt, ich erzähle euch heute davon, weil auch wenn du die ganze Zeit aufgeregt bist und coole Gefühle hast, ist es ja Stress irgendwann, weißt du? So, ja, jetzt sind wir zu Hause. Ja, Digis. Ich bin Ellen Hele, weißt du, wie ich meine? Das war mein erster Magnet-Dings. Ja, moin, ich war am Anfang zu dumm. Ich denke so, hä, ist das so ein Klappding oder so? Aber es ist ein Magnet. So, den werde ich mir hier irgendwo hintun. Ich muss mal gucken, wo so als Motivation. Ich bin Ellen Hele, weißt du, das ist mein Name. Ja, mal gucken, wohin das alles weiterläuft. So, die Zusammenarbeit mit TikTok läuft sehr gut. Allgemein, das ganze Social-Media-Ding wächst langsam an. Ich bin sehr gespannt so. Ich war so dankbar in dem Moment an jeden von euch und so stolz auf uns. Und ich denke so, ey, Diggy Slam Gang, we started from the bottom, now we're here. So, ja. Das war so mein erstes Event als YouTuberin und ihr habt mich jetzt ein bisschen begleiten können. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr so denkt. Ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare und in diesem Sinne bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Mein Abschlusssatz seit 2 Jahren, aber okay, ich habe ihn vergessen. In diesem Sinne bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Ich freue mich sehr auf eure Kommentare und lasst mal einen Daumen nach oben auf, korrekter Bruder. Danke, dass ihr mich so begleitet, ne? Ihr wisst so. Auf jeden. In diesem Sinne, Tschüsschen mit Küsschen. Und auf Wiedersehen.